Platz 2 ist auf jeden Fall die zweite Gen, denn ich mag es, dass sich Team Rocket nochmal neu aufgestellt hat und dass sie da wieder was probieren und dass die Story fortgesetzt wird. Bei manchen Pokémon-Spielen ist immer nur neue Story, neue Story, neue Story und die sind alle überhaupt nicht voneinander abhängig und ja, ja, stimme ich zu. Sind deshalb langweilig, deshalb würde ich durchaus die auf den nächsten Platz stellen. Aber es liegt auch daran, dass Giovanni in recht vielen Spielen dann vorkommt und auch in Hard Gold und Soul Silver täuscht er irgendwie so Selbstmord vor oder kann man sich das denken? Das finde ich ziemlich interessant. Also eigentlich täuscht er das nicht so vor, sondern er wurde ja quasi von Rot ja verwirbelt, mehrmals. Mhm. Und dann hat er ja gesagt, okay, ich war absolut dumm und jetzt gehe ich quasi hier ins Exil, um über mein Elend nachzudenken. Und Team Rocket selbst sind auch nicht so gerade die hellsten Kerzen auf dem Kronleuchter. Die wollten ja dann dementsprechend durch die Belagerung des Turms, also des Radioturms in Ducatia City, wollten die ja dann quasi hier mit bekannt machen, hey, Team Rocket, hier vereine ich euch wieder und dadurch sollte ja dann Giovanni hier dann wieder mit herkommen. Soweit zumindest der Standort. Aber, wenn man das mal mit betrachtet, du hast in Generation 1, 2, 3 und 4 für Hardcore und Soul Silver und dann auch in der 7. hast du quasi Team Rocket. Also die mit Abstand am meisten vertretende Verbrecherorganisation. Ja, na gut, ich habe auch mit Selbstmord was anderes gemeint. Da gab es nach dem Spiel irgendwie noch so eine Szene, als er irgendwo ganz im Westen in so einer Höhle sind mit so einem Radio und er geht dann raus und dann hört man so einen Wasserplatscher und ja, den Rest kann man sich selber zusammenreimen. Ach so, ja. Sowas habe ich gemeint. Aber ja, als du das mit Team Rocket gesagt hast, dass die so oft da sind, möchte ich noch anmerken, mein Lieblings-YouTuber, der Mythos of Gaming, der Mocky, der hat mal wieder eine Pokémon-Fusion-Hack-ROM angefangen und da ist mir aufgefallen, ich kann die erste Gen überhaupt nicht mehr sehen. Die ist... Warum habt ihr die so oft veröffentlicht? Es gab die Feuerrote, Blattgrüne, es gab Pokémon, na gut, in Hard Gold und Soul Silver ist Kanto nochmal dabei und im Pokémon Pikachu und Evoli gab es die nochmal und ich kann's wirklich nicht mehr sehen, es ist so langweilig, auch weil die ganzen Pokémon dort auf so einem unteren Level sind und es macht keinen Spaß, es ist keine Herausforderung. Ich weiß nicht, die erste Gen ist irgendwie scheiße. Ja, dem kann ich mit zustimmen. Ja, ich würde doch sagen, in der ersten Gen fehlen halt viele Pokémon. Das heißt, es gibt sehr viele gleiche Trainer, würde ich mal so sagen. Ja, gibt es auch. Bedenke, also, da gibt es dann keine Variabilität. Ja, weil wenn ich bedenke, dass die ganzen Starter-Pokémon schon mal so gut wie wegfallen, außer der Rival hat eins. Was weiß ich, so ein Europ, das hat auch vielleicht nur einen Schwimmer und ja, Flug-Pokémon gibt's auch nur Taubsi und Habitak und ja, Sichlor kann man nicht dazu zählen und Gyarados auch nicht. Ja, ich muss sagen, Magensaft auf James ist eine wahnsinnig gute Gyarados-Attacke. Ja, der super starke Erzwinger, den möchte ich nicht in meinem Team spüren. Ich möchte schön die AP behalten, damit ich dann nicht nochmal ins Pokémon Center rennen muss. Na, es ging mir jetzt weniger um den Erzwinger, sondern quasi um das Zuhaido. Das hat ja quasi sonst Rauchhaut mitgehabt. Beim Training habe ich ja mich auf die südliche Route von Blizzard begeben, wo der Schneesturm war. Ja. Weil man so viele Items finden kann, die versteckt sind. Und warum haben die das nicht öfter gemacht? Das fand ich so cool. Ja, einfach so viele Items, die rumliegen. Es hat mir irgendwie gefallen, dass man die gesucht hat und es war wie auf so einer Schatzsuche irgendwie. Es war, hatte irgendwas, es war atmosphärisch. Ja. Ach, stimmt, jetzt bin ich ja hier wieder am Anfang. Ja, genau, du musst das mit dir hin, um den G-Schlüssel zu holen. Und dann kannst du ja in die anderen Räume mit gehen. Backtracking. Yay, wuhu, ich hab so riesen Spaß dran. Ich habe in Hard Gold und Soul Silver mein da habe ich mein Rotom geändert. Da weiß aber nicht mehr, wie man den Schlüssel bekommen hat. Schon ein bisschen her. Da
gab es so Umzugskartons in Safronia City, müsste es gewesen sein, im Team Rocket Hauptquartier. Was ich ziemlich cool fand, da gab es so einen Brunnen in der Eingangspassage und noch irgendwie einen Schalter. Und da hat man Lapras dort bekommen und glaube ich auch den Meisterball. Also irgendwie war das ziemlich cool dort oben. Jo. Ja, außer die vielen Trainer, die waren. Das war einfach nur übertrieben. Nee, übertrieben waren die Pokémon, die die hatten, weil das war immer wieder die gleiche Giftscheiße. Ja, das war halt die erste Gen ohne viele Pokémon-Auswahl. Ja. Ja. Und insbesondere auch hier Agathe aus der Top 4, die spezialisiert sich ja sonst vom Theme her ja mehr auf Geist-Pokémon. Mhm. Also so die Musik Geist-Pokémon, also eher gesagt die Musik hier von den Lavandia-Turmen. Und sie sagt ja auch so als ja, also als alte Schabracke hier, dass sie also rein so von dem Text her mutmaßt, du halt eben, dass sie ja eine reine Geist-Trainerin zu sein scheint. Mhm. Denn normalerweise ist es auch so, dass quasi die Top 4 nur Typen mit hat, die quasi nicht bei einem der Arenen mit aufgetreten ist. So, aber ja. Sie kommt ja quasi mit Arbok, Golbat, zweimal Apollo und einmal Gengar. Und das sind so gesehen alle neben Geist auch Typ Gift. Das wusste ich nicht. Ja, und das ist dann so gesehen, glaube auch das einzigste Mal, also in den Remakes wurde es ja mit beibehalten, dass ja quasi ein Typ sowohl einmal in einer Arena als auch in der Top 4 mit auftaucht. Mhm. Und das ist halt eben dann dementsprechend Gift. Ja gut, ja, na, ich hätte fast gesagt Bruno mit seinen Gesteinskampf-Pokémon und ja, Rocco gut, stimmt. Und die Kampf-Arena in Anführungszeichen in Safronia City. Safronia City ist so eine tolle Stadt, die hat diese komische, mysteriöse Magnetschwebebahn, die hat das Dojo. Was hatte die denn noch? Die hatte die Rotom-Paketboxen. Das ist Silfco-Gebäude. Ja. Mit den 10.000 Stockwerken und den 400 Millionen Teleportstationen, wo du dann erstmal mit herausfinden musst, verdammt, welcher Teleportstation war denn gleich nochmal für was da? Hm. Und du müsstest eigentlich nur noch wissen, du musst eigentlich nur ins vierte Stockwerk, dann dort einen Trainer aus einer der Ecken rauslocken, ihn bekämpfen, dann gehst du quasi nach unten hin, kommst dann somit ins neunte Stockwerk, also da kommst du halt eben dann aber auch nur über den Teleporter mit hin, holst du den Schlüssel, machst dann wieder Retour, bekämpfst dann hier den anderen Dulli, der dann dort mitsteht, dann gehst du wieder raus und kannst instant hier ins zehnte Stockwerk. So kurz war das nur? Nee, oder? Also wenn du es ganz kurz haben willst. Ansonsten musst du jedes einzelne Stockwerk, weil du halt eben bis dato da noch nicht mehr wissen solltest oder könntest, welcher Teleporter dich in welches Stockwerk dich mit hinführt, und das ist dann sowas von übelst lästig gewesen. Ja gut, das kann ich verstehen. Irgendwas ist mir auch noch eingefallen. Irgendwas Besonderes hat man in Safronia noch bekommen. Irgendwas war da merkwürdig, weil ich mich noch erinnern kann. Das war ganz, ganz komisch. Ja, da im Norden war ja diese Tee-Scheiße da, oder? Ja. Richtung alte Pokémon-Pension. Das war auch komisch, in Feuerrot und Blattgrün gab es zwei Pokémon-Pensionen. Das war gruselig. Ja, stimmt, da gab es ja dann. Hey, warte mal. Ich glaube, die Pokémon-Pension gab es doch dann nur hier auf Island 4, oder? Na, was war denn mit der normalen da bei Azuria City? War das nicht noch einer? Also, ich glaube, also ursprünglich war das ja safe eine Pokémon-Pension, aber ich glaube, da war es dann von den Einstellungen her beibehalten, dass du einfach nur dort nur ein Pokémon nur abgeben, aber quasi nicht zur Zucht dort abgeben kannst, sondern wo es einfach dann nur aufgelevelt wurde. Ja gut, das kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, können wir mal über die westliche Stadt von Safronia City reden? Na klar, wie heißen die nochmal? Die westliche Stadt von Safronia City ist hier die bei Erika. Ja, bei Erika. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ja, na gut, nehme ich dir auch nicht übel. Prismania. Ha! Stimmt, wegen den Farborten Prisma. Warum haben die so vollgeklustert mit guten Scheiß? Es gibt Evolutionssteine, die Spielehalle.
Es gibt das super-duper Kaufhaus. Ja. Es gibt das super-duper Pokémon-Gasthof-Scheißteil, wo man keine Ahnung hat, was das eigentlich bringt, weil man da keine Pokémon im Team haben muss, um da reinzukommen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Mhm. Es gibt so ein cooles Dach, auf das man hochklettern kann. Und dann noch irgendeine Scheiße abziehen kann mit den Tafelwasser-Typi-Fotzen. Und in Hardcore und so Silver steht er dann dort so ein Typ, der dir dann eine Gruselgeschichte erzählt, aber auch nur in der Nacht. Hm. Und ansonsten hast du in Rot, Blau, Grün und Gelb steht er dann dort so ein Kämpfer und da kannst du dir ein Evoli dir abholen. Hm, das ist auch nur das. Ich glaube nicht das einzigste Mal. Warte mal, was gab's denn dort in der Spielhalle? In Dratini kannst du dir dort holen. Ich glaube, ein Abra, beziehungsweise in Gelb ja. Müsste es dann, glaube ich, dort ein Pantimos sein, was du dort, glaube ich, mitbekommst. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und da daneben dann ein Polygon für 9999 Münzen. Einfach so. Einfach so. Ja, und dann gab es noch einen coolen Platz vor dem Kaufhaus. Das war auch ganz schick. Ja, mit so einem Brunnen war es, glaube ich. Und im Westen gab es nochmal einen Relaxo. Relaxo. Das fand ich auch cool, dass auf den Standorten von den stationären Pokémon immer ein Item lag in Feuerrot und Blattgrün. Ja. Sei es eine Beere oder eine Überreste bei Relaxo. Ja. Oder sowas. Vor allen Dingen, ja, wenn du gerade davon sprichst, also das Relaxo, was ja dann ganz im Westen ist, wenn du halt eben nicht gewusst hast, wo du zum Beispiel Fliegen herbekommst, weil du brauchst ja dann irgendwann mal Fliegen. Wenn du halt eben keinen Bock hast, hier 10.000 Spielstunden zu investieren für Laufen. Du musstest ja aber erstmal generell wissen, vor Relaxo war natürlich dann dementsprechend ja ein zersteilter Busch. Und dann kam es ja quasi in den hinteren Abteil, guck mal nochmal, Metallmantel läuft, in den hinteren Abteil hier des Zollhauses, sag ich mal, der dann hier die zwei Routen hier damit verbunden hat, also hier die Radwegroute und dann hier die westliche Route. Da konntest du dann dort durchgehen und da hast du dann dementsprechend. Oh, cool, Magmarisierer, läuft. dann dort Fliegen mitbekommen. Und wenn du das quasi nicht gewusst hattest, dann hast du ewig lange gesucht. Das könnte man ja heutzutage in Spielen gar nicht mehr mit reinbauen. So, also, dass du quasi so eigenständig hier Backtracking mit betreiben musst, dass du quasi alles mit durchsuchen musst, weil heutzutage wird ja alles vor die Füße mitgelegt. Naja. Also das Gefühl hatte ich auch irgendwie in der dritten Gen, dass es da, oder es kann sein, dass ich mich als Kind ziemlich kacke angestellt habe, weil da war auch irgendwie alles überall verteilt und man musste selber nachschauen, man musste ins Haus des Zerschneiders gehen, nur weil der seine Blumen als einziger in der Stadt zerschneiden kann. Hm. Der ist Botaniker, müsst ihr wissen. Ja. Ja, vor allem mit der Safari-Zone und dass dort dann diese Zähne gibt und insgesamt kriegt man in der Safari-Zone dann zwei VMs. Das ist so merkwürdig. Ja, da stimme ich durchaus zu. Zum einen, du musst erst einmal wissen, dass du ganz nach hinten gehen musst, weil du hast ja auch einen Schrittzähler. Ich glaube maximal 500 Schritt und dann ist Feierabend. Ja, dann klappst du ab vor Erschöpfung. Ja, und dann ist quasi dann für dich die Safari-Zone wieder mit vorbei. Also erst einmal wissen, gut, ich meine, es gibt ja so, wenn du diverse NPCs mit ansprichst oder auch bei einigen Schildern steht ja quasi da, ja, geh zum Ende hin und dann findest du dann dort, dann gibt es quasi dort einen Preis und dann denkst du dir, klingt interessant. Und du gehst aber auch wirklich viel zu einfach an den Goldzähnen mit vorbei. Du merkst ja gar nicht, dass die Goldzähne dort in so einen Pokéball dort mit reingepresst wurden, also so als Abbildung. Und dann stellst du dir auch die Frage, da waren es noch keine Goldzähne, da war es nur ein Gebiss. Aber also auch mehr als Zähne. Ja, aber auch generell. Egal in welcher Spieleedition, egal ob jetzt hier erste oder dritte oder vor allen Dingen auch in Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu, also da haben sie wirklich hier den Vogel abgeschossen, was gerade hier dieses Gebiss mit betrifft oder eben dann die Goldzähne dort. Du gibst quasi dann dem Wächter das Gebiss oder die Goldzähne. Der steckt sich das sofort in den Mund und sagt, oh cool, danke. Ohne das Gebiss hier, oder beziehungsweise ohne die Goldzähne, hat mich ja keiner verstanden. Und du denkst einfach nur, Alter,
Das Ding, das hat, keine Ahnung, Tage oder Wochen lang irgendwo im Freien gelegen. Desinfiziert das Teil mal. Also ich glaube, in Hardcore sage ich schon hier in Let's Go Eevee und Let's Go Pikachu liegt es dann, glaube ich, hier instant hier bei, auf dem Strand. Also da sind Sandkörner drin. Das ist so ekelhaft. Also ich weiß echt nicht, was da bei denen dort schiefgelaufen ist. Ah, schön. Was ich nicht so schön finde, ist, ich habe mich recht verlaufen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ja. Ich wusste auch nicht mehr, wo zum Teufel ich hin soll. Also, wenn du quasi den G-Schlüssel hast, hast du dann die Gelegenheit, Gelegenheits-G-Schlüssel, dass du dann in den Vordereingang mitgehen kannst und dann kannst du den Rest mitmachen. Mir gefällt irgendwie die Situation mit ihren Bannern und ihrer Ansprache und sieht irgendwie aus wie eine extremistische Gruppe, wenn du mich fragst. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz passend. Immerhin sind die Bösen, die haben eine andere Haarfarbe, die ganz komisch absteht. Wenn du gerade mal von der Haarfarbe sprichst. Oh. Also bei Giovanni und bei Team Rocket. Also Giovanni hatte mehr so dunkle Haare, so wie ein leichter Mafiosi halt. Und ich bin so froh, wenn ich den scheiß Libell nie wieder in meinem Leben sehen muss, jetzt hier danach. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen, den siehst du noch einmal hier? Ja, ich dann, meine generell. Ich muss mal kurz überlegen, wie oft siehst du den noch? Also wenn wir noch die After-Story machen, siehst du den auch noch am Ende hin, safe noch einmal. Aber ansonsten Beste jetzt hier kommt zum Schluss. Ja, im Rahmen dieses Spiels hörst du den nur noch... Darf ich nur noch ein einziges Mal sehen und das dürfte dann kurz vor dem Betreten des Berges in des Berges sein. Ist gerade ein bisschen verwirrt. Ja, ich weiß, im Kraterberg auf jeden Fall. Vor der Speerspitze meinst du wohl. Ja, genau, Speerspitze. Ich kann nicht mehr auf den Begriff. Naja, lol. Ich hatte zwar schon mal ein bisschen, ich hatte noch gar nichts ausführlich gesagt, warum ich den Typen eigentlich so sehr verabscheue. Libelle hat sie eigentlich nur die negativen Punkte eingesammelt durch die 6. Gen, denn nach der Story gab es nochmal so ein Ace, würde man sagen, als One Piece-Fuzzi. Und es war so eine kindliche Scheiße, generell die 6. Generation, die war so kindlich. Es war, oh, Pokémon, oh, wir machen einen Kreis, wir sind zu viert, wir freuen uns, wir sind kleine Kinder. Ja. Es ist, oh, ja. Damals hast du dich gefreut, heutzutage würdest du es abschütteln. Igitt. Also damals habe ich mich garantiert nicht gefreut. Ja, der Libell, der war arschlangweilig und es war auch gar nicht mal so eindeutig, was man da machen musste, weil es gab kaum Hinweise und man musste irgendwie detektivmäßig irgendwas lösen. Es war. Und man, am Ende hat man irgendwie auch gar nichts bekommen. Es war so richtig merkwürdig. Naja, also hier stellt er natürlich so einen richtigen verpeilten Detektiv mit dar. So nach dem, also das soll ja so als Anregung mit dienen, dass du jetzt selbst dort einspringst und sagst, woran könnte das nun liegen? Was ist denn da jetzt eigentlich so faul? Ach, natürlich, das ist es. Yay! Und genau das muss man machen. Genius! Hey Dora, kannst du mir mal helfen? Wie vielen Pokémon-Spielen gibt es denn eigentlich generell Polizei? In der ersten, das war da noch mit Officer Rocky. Die gab's da? Ja. Ich dachte, das wäre nur so ein Anime. Nein, also in der ersten, da gab's die wirklich, aber auch nur in also bei Misty, ich komme jetzt nicht mehr auf die Stadt. Ach stimmt, ja, da wo eingebrochen war. Aber das hat mich auch verwirrt, weil man da irgendwie dann durch musste, aber irgendwie auch nicht am Anfang. Das war also, sehr merkwürdig. Vor allen Dingen auch in Gelb, da taucht der Officer Rocky ja dann noch einmal hier bei Major Bobs Stadt auf. Wo sie dir quasi ein Schicki geben möchte, aber das Schicki hast du ja erst nach dem Erhalt des Arena-Ordens mitbekommen. Und in der zweiten Spielegeneration. Da gab es ja am Anfang ja auch so einen verpeilten Polizisten nach dem Motto, oh mein Gott, ein böser Junge hat ja ein Starter-Pokémon mitgeklaut. Und da heißt es ja,
An sich sind ja die Leute, die hier eine Tat begangen haben, diejenigen, die dann auch sofort hier wieder mit am Start sind. Also bist vielleicht du der Täter. Und, ist aber auch so merkwürdig. Ja, und dann kommt ja quasi hier Captain Genius hier wieder zum Vorschein und sagt, alles klar, es handelt sich also um einen Jungen mit roten Haaren. Du hast eine gelbe Mütze auf, also eine gelb-schwarze Mütze, oder beziehungsweise, wenn du das Mädchen gespielt hättest, nee, du siehst ein bisschen anders aus. Ich glaube, du bist es nicht. So, Feuerrot, Blattgrün gab es. Ich glaube, da gab es keine Polizei mehr. Naja, ich glaube. Nee, Trainerklasse verwechsel ich gerade hier mit dem. südlich von Herzhoven, ja. Ja, diese Polizisten, aber die sind dann eben dann nur als Trainer mit da. Sonst machen die nichts. Ich glaube, fünfte Gen, irgendwas läutet da in meinen Kopf. Was Kleineres, aber. Kann ich dir. Warte mal. Sonst erstmal noch zu vierten hast du quasi Lebel, aber auch nur in Platin. In Diamant und Pearl gab's sie nicht. Ein Glück. So, fünfte Gen. Was ist denn das mit Polizisten? Ach, doch, da taucht dann auch Lebel auf. Und zwar dann in der Afterstory, wo du ja quasi dann hier die ganzen Weißen alle finden und bekämpfen musst. Und dann werden die quasi von Lebel alle abgeführt. Schick. Ja, bei dem Weißen oder bei dem Zeug in der 5th Gen fällt mir immer wieder dieses PS2-Labor ein, was so übelst abgelegen war, wo es so einen Trainer-Typi gab, NPC, der Zeug abgekauft hat, was man in dieser alten Ruine gefunden hat, wo man runtertauchen musste. Es war irgendwie ein toller Ort. Ich mochte das irgendwie. Es war so abgelegen, so mysteriös.